Großalarm für die Feuerwehr in Bodenfelde. Im Holzkohlewerk Profagus war am Montag um 23.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ursache war eine Verpuffung in einem Vorratsbunker für Holzkohle. Ein lauter Knall war zu hören. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte sich beim ersten Löschversuch vielleicht verletzt und kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Uslarer Krankenhaus. Die Feuerwehr befürchtete zunächst das Schlimmste und rückte deshalb mit über 100 Einsatzkräften an. Die Halle, in der der brennende Bunker stand, wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt. In jedem rückte ein Drehleiterfahrzeug vor, die aus Uslar und Hofgeismar zu Hilfe gekommen waren. Außerdem gingen Trupps mit Atemschutz auf Erkundung und zur Brandbekämpfung in die Halle. So verhinderte die Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers und war bis 5.15 Uhr wieder abgerückt. Der Schaden hielt sich mit unter 10.000 Euro in Grenzen. Im Holzkohlewerk wurde die Produktion noch am gleichen Tag wieder aufgenommen. Die Feuerwehrleute hatten dann noch immer zu tun, weil alle Gerätschaften vom Kohlestaub gereinigt werden mussten.